5 seconds remaining. Reserve time. So, und wir sind zurück in der ESL Think Fast Razor League. Zwischen diesem, also RO32, das heißt nächste, zweite Runde, zwischen Aquiles Mortem und Sifus Gaming. Dabei sind Team Recap. Wir haben Sifus Gaming, die aus Schweden kommen, und Aquiles Mortem, die aus Polen kommen. Daher verschiedene Teams, alles durcheinander und so weiter und so fort. Ja, bin ich gespannt, wie die beiden sich so halten. Guck mal gerade ins Ranking, wie das so war. Haben. Genau, Sifus hat gerade gegen die Divine Shadow Gods gewonnen und Aquiles Mortem hatte einen Deathwin. Aquiles Mortem kenne ich aus der ESL Weekly Cup und Sifus Gaming sind neu. Von daher bin ich hier gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Besonders mit einem Omni-Knight First Pick von Aquiles Mortem. Nice. Sehr gespannt, wie das sich halten wird. Keine von den berühmten 6.82 Bands bisher. Terrorblade und Legion Commander sind noch drin. Und OD für Sifus Gaming. Interesting. Death Prophet OD First Pick. Das schränkt natürlich die Wahl von Aquiles Mortem sehr ein in der Mitte. Aber Konter sehe ich jetzt hier nicht direkt. Aber mal gespannt. Echt gespannt, was da noch so kommen wird. Omni-Knight zusammen mit einem fetten Carry wahrscheinlich ist der Plan. Es funktioniert relativ gut. 12 Sekunden Repel. 12. Ist doch relativ hart, besonders wenn man bedenkt, dass das gegen OD halt auch gegen das Illusory Orb, den Hauptteil des Damage von einem OD darstellt, funktioniert. Aber Exorcism geht trotzdem durch. Und ein Silencer gegen den OD vielleicht. Mitte. Ist möglich. Aber... okay, Omni-Knight Silencer. Okay, kann man machen. Ja, wir haben einen Scarath Mage Bann, wir haben einen Centaur Bann. Scarath Mage ist immer gut. Centaur, ja, müssen wir dann sehen. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche sind nicht so schwierig. Nee, hört mal kaum. Okay, gut. Das Bad ist gerade voll. Invoker-Bann. Okay, Aquiles Mortem bannen einfach die Mitte weg. So, okay, wir haben Death Prophet, ihr habt Outward Devourer, die prinzipiell alle in die Mitte wollen. Also lasst uns nochmal den Invoker-Bann, der auch in die Mitte will. Gute Strategie. Aber Invoker ist tatsächlich halt ein relativ guter Bann, denn Sunstrike kann sehr gut ins Astral reingeschossen werden. Oder danach, wenn es trifft. So, hier ein ziemlich guter Setup gegen alles Mögliche. Auch sowas gegen Arrows, wie Arrows oder so, ist halt eine Mirana noch im Pool drin. Und wäre hier eventuell durchaus ein guter Pick. Wenn sie das geübt haben. Denn so ein Arrow in Astral reinschießen, wo du vorher wissen musst, wie lange es ist, ist durchaus nicht das Einfachste. Und mal ein bisschen Ratten gebannt. Ja, es passt relativ gut. Sie haben einen Centaur, der gute Initiation hat, und einen Nature's Prophet, der einen guten Splitbush hat, gebannt. Also scheint es wohl auf einen 5-Man-Deathball hinauszulaufen. Wo sie einfach nur die Tower durchpushen wollen. Ja, hat in 6.81 gut funktioniert. 6.82 wird es versucht aufzuhalten. Die Frage ist halt, wie gut das funktioniert. Und da kommt die Mirana als Setup.
Wenn sie es picken, werden sie es wohl geübt haben. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze so auszahlt. Beziehungsweise halt, wie es funktioniert. Und wie weit Aquilis Mortum hier doch picken fürs Late Game. Beim letzten Spiel war das halt auch schon so wieder ein. Wir haben ein sehr starkes Midgame-Lineup, was richtig scary ist tatsächlich. Aber sind halt irgendwie nicht dahin gekommen. Und sogar das Spectre hat das Ganze geschafft, dann vorher fett zu werden. Ja, kommt hier sehr viel aufs Early Game an und auch sehr viel, ob sie es late tragen können und fette Leute haben. Und ich weiß nicht, um den Night Silencer Necro. Naja, Cyphus Gaming hat da doch wesentlich mehr erstmal an Late Game Potential als Aquilis Mortem. Das kann sich natürlich noch ändern. So ein Spectre oder so eine Naga, das ist halt schnell mal gemacht. Allerdings, keine Ahnung. Das ist ein komisches Lineup. Omni Knight, Necro, Silencer. Cyphus Gaming ist hier sehr, sehr, naja, konstant. Sehr bodenständig, würde ich jetzt mal sagen. Auch wieder die Mirana Shadow Shaman kommen, die man letztes Game gesehen hat, sehr gut funktioniert. Also halt auch schon das zweite Team, was darauf aufbaut. Besonders halt mit dem Setup haben sie da sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Kills zu bekommen. Was sehr wichtig ist. So, Aquilis Mortem, jetzt zeig mir nochmal irgendwas. Bitte, den vierten Helden. Irgendwas, was ich kenne, damit ich sage, ach ja, die Combo, klar. Und auf einmal macht das ganze Lineup Sinn. Bitte, bitte, bitte. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was das ist. Es kann sehr, sehr gut funktionieren. Chaos in dieses bodenständige, gegen dieses bodenständige Cyphus-Lineup. Aber noch bin ich skeptisch. Necro, Omni-Knight. Omni-Knight kann funktionieren, aber nur im fetten Carry. Necro kann den fetten Carry, keine Ahnung, hochheilen, ja. Aber der Silencer ist halt bisher leider noch nicht. Er bringt halt bisher noch nichts. Weil, naja, also sie werden. Cyphus Gaming wird reingehen, wird committen, indem sie das Exorcism poppen. Und vorher committen sie nicht. Und nach dem Exorcism ist der Silence halt sinnlos. Deshalb bin ich da nicht sicher. Und jetzt auch wieder ein Jakiro. Ja, schöner Support kann man spielen. Aber es ist irgendwie keine Synergy da. Und es hat wieder ein bisschen Push. Vielleicht ein bisschen Anti-Push, ja. Aber weder Damage, noch viel groß AOE. Wobei das AOE geht schon. Omni-Knight, Necro, Jakiro kann man machen. Aber halt auch gar keine Control. Bis auf den Ice Path. Und das ist halt, ja doch, relativ wenig Control. Denn wenn er den Ice Path skillt, hat er halt nichts anderes. Und Ice Path am Anfang skillen bringt halt irgendwie auch nichts. Dementsprechend keine Control für Aquilis Mortem. Ich hoffe wirklich, dass sie eine gute Laning-Phase haben, sonst könnte das richtig böse sein. Und Chaos Knight für Cyphus Gaming. Interessant. Scheint ein Aggressive Trident hier zu werden. Oder halt Death Prophet Offlane, aber nee. Wird wahrscheinlich ein Aggressive Trident mit Mirana, Shadow Charm, Chaos Knight. Und ja, das sind Permastuns. Und das ist richtig tödlich. Also mit Omni-Knight. Also Omni-Knight könnte das tatsächlich rumreißen, ja. Mit einem passenden Repel. Nach dem ersten Stun oder sowas. Oder halt auch einen passenden Heal. Aber auch für den Heal muss nur Chaos Knight ran. Und der kann sich ein bisschen Zeit lassen tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren kann. Aber das Schöne ist, an Dota, der Draft entscheidet nicht so wirklich viel, wenn der Unterschied hier vom Skill-Level so weit ist, dass sie da in der Landing-Stage was rauszuholen können. Slark ist besonders ein Held, der das kann, der für sich alleine halt das Game carryen kann, so ungefähr. Gegen das Lineup von Cyphus Gaming vielleicht nicht, weil es ist so viel Control da. Also er kann nicht alles, also ja, er könnte gleichzeitig alles darkpacken, aber that's not how it works. That's not how it works. Na gut.
Dann haben wir diesmal auf der Radiant-Seite Drades, auf dem Outward Devourer, der wahrscheinlich der in die Mitte geht. Vycor auf dem Shadow Shaman Support zusammen mit Dehui, der die Mirana oder die Mirana zum Support dazu tut. Slabbage Joe auf der Death Prophet und zu guter Letzt P-Mercs auf dem Chaos Knight. Und alles mocken direkt in den Dschungel rein und treffen auf Aquila Mortis, die ja zufällig auch da sind. Erst das dann ist draußen eine Sekunde. Sollten sie vielleicht nicht komplett rein, aber sie finden den Omni Knight, das hätten sie nichts Besseres finden können. Liquid Fire auf 4, das ist tatsächlich relativ groß und jetzt kann Slug ein bisschen da rein. Und eventuell kriegen sie da noch was raus? Ne, sie haben halt keine Control. Haben jetzt halt den Chaos Knight tatsächlich bekommen, weil er mitten in allen drin war. Das war einfach zu viel. Oh, ein Arrow. 5 Sekunden sogar. Aber, ja, mehr kriegen sie da doch nicht. Denn der Damage tatsächlich ist am Anfang von Aquila Mortis. Nur die Control. Die ist halt da. Das Problem ist, die Control bringt halt nichts, wenn sowieso schon 5 Leute drin steht. Aber dass sie da den Omni Knight gefokust haben, war richtig gut. Hätte sonst mit einem Heal komplett das Lineup zerstört, glaube ich. Und die Invis-Rune, ja, ist für beide Seiten wahrscheinlich ganz gut. Ja, ja, ja. Go, go, go. Go, go, go. After that, I think we all need a second. Yes. It was pretty intense. Pretty random. Okay, Aquila Mortis hat Connection Problems, sagt aber Go. Okay. Und macht schon selber weiter. So, so. Naja. Aber egal. Death Prophet unten auf der Lane und Dual Lanes tatsächlich. Was, ja gut, vielleicht kommt Shadow Shaman jetzt in die Mitte und versucht einen Kill zu holen. Ja, und rotiert dann nach oben. Denn die Lane ist natürlich richtig gut, wenn es eine Tri-Lane ist. Und das sollten sie definitiv ausspielen. Mann. Sorry. Was ich sagen wollte ist, Silence ist einer der besseren Helden gegen OD, einfach weil OD nur einen Spell hat. Wenn er halt es danach macht, ist es okay. Die Frage ist halt, wie oft. Also wie viele Astral Imprisonments er da rausbekommt. Und Death Prophet geht in die Mitte und sie traden tatsächlich die Lanes. Kann ich verstehen. Gegen Silencer ist es tatsächlich nicht so dolle gewesen. Von daher ist der Pick vom Silencer doch, hat sich schon ausgezahlt. Allerdings ist die Lane jetzt hier auch, geht Aquila Mortis halt auch aggressive und dodgen quasi selber. Und es ist halt die Frage, ob sie den Slug halt wirklich jetzt... Slug ist einer der besseren Helden, der dort dagegen gegen kann. Allerdings... Arrow, ja, und jetzt sind die Shackles da. Und kein Dark Pack sowieso. Von daher sollte es hier down gehen. Und der Shadow Shaman kriegt den letzten Hit. Und das könnte für Slug durchaus öfters passieren. Für OD allerdings... Ja... Oh, die ist okay. Muss halt jetzt irgendwie einen Dual Breath machen für den Slow. Aber der, ja, Movement Slow 28% ist schon gut. Allerdings, ja, nicht sicher. Aber Mirana tippt nach unten. Bin ich nicht so einverstanden mit. Besonders, weil sie gar keinen Mana hat. Aber versucht hier vielleicht ein bisschen Harris rauszubekommen oder so. Von beiden Seiten halt. Das Lineup von Aquila Mortis ist ein bisschen durcheinander. Aber Silencer war tatsächlich sehr gut in der Mitte. Das Problem ist jetzt nur, also der Dodge ist auch super von Aquila Mortis. Auch wenn es die halt Lane an sich wahrscheinlich nichts hinbekommen wird. Weil sie können halt hier weder pullen, noch die Supports können eigentlich nichts machen. Außer denyen. Und Slug oben hat ein Problem. Das, was gut für Aquila Mortis funktioniert, leider, ist das Siphus. Meiner Meinung nach falsch spielen.
Also sie müssen oben die Trident haben und einfach Slark. Und zwar 24-7 töten. Immer wenn sie Mana haben. Und ja, Mirana kann natürlich hier, finde ich jetzt den Silencer. Was vielleicht, ja, nicht so toll ist. Aber die Mirana müsste nach oben kommen. Und dann kriegen sie Kills of Slark und so. Ja, Fishing Arrows und man kann es versuchen. Wenn es funktioniert, ist es gut. Allerdings scheint es gerade nicht zu funktionieren. Und das Slark kriegt jedoch einiges. Wenn er Level 6 ist, können sie nicht mehr töten. Darkpack ist jetzt auch fertig. Von daher, so langsam läuft halt einfach mal die Zeit ab, wo sie den Slark töten können. Und hätten sie jetzt bestimmt schon 3-4 Kills mehr bekommen. Und ja, das Harris ist auf jeden Fall versorgt dafür, dass die Mirana hier unten auf der Lane nicht so wirklich bleiben kann. Könnte vielleicht versuchen, ja, Leaps zu machen. Aber, naja. Alles für alles. Aphelia Mortis Plan oder der Punkt, glaube ich, wie sie das jetzt machen, ist hauptsächlich, dass sie den Slark fett werden lassen, den Silencer fett werden lassen. Und dann halt auch so, sie haben einen Necrophos, der dick ist. Wir haben den halt, der die Leute am Leben hält. Und halt vielleicht auch einfach die Lanes denyen. Weil Cyphos, die Mitte, läuft nicht. Top geht so. Und Bottom läuft halt irgendwie auch nicht. Machen wir jetzt erstmal die Last jetzt auf. Die sagen, dass der Chaos Knight doch schon farmen kann. Aber, ja, hätte halt auch ein paar Kills bekommen können, wenn die Mirana oben wäre. Und das mit den Dual Lanes. Bin ich mir nicht sicher, ob das Perfekteste ist. Urne auf Chaos Knight schon fertig. Halt auch besonders wichtig. Jetzt sitzt die Urne, aber es bringt halt nichts, weil sie auf dem Slark keine Kills bekommen, wenn die Mirana nicht da ist. Und jetzt ist er gleich Level 6. Was halt dafür sorgen wird, dass Slark immer volles Leben hat und das Slark eigentlich nicht mehr tötbar ist. Zu dritt. Mit dem Silence und danach Kontrolle sollte es immer reichen, aber sie brauchen halt irgendwie. Sie brauchen irgendwas, was instant ohne dass ihr das vorher mitbekommt. Also ein Shadow Shaman, der mit Shackles anfängt und dann müssen sie halt wirklich einen perfekten Overlap haben, sonst ist er weit weg. Nächster Arrow-Versuch. Ah, es wird eng. Arrow kommt und trifft tatsächlich. Mal schauen. Aber die Zeit dürfte nicht reichen. Silence ist da. Aber auch kein Mana mehr. Ja, wenn ihr sie jetzt Mana gemappt hätten, hätte Crypt Swarm vielleicht noch reichen können. Ah, knapp. Aber schöner Arrow. Das müssten sie halt öfters machen. Dann zahlt sich die Mirana aus. Wenn sich allerdings die Mirana nicht auszahlt, dann zahlt sie sich nicht aus. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ist halt alles so ein Battle of Chances. Entweder der Arrow trifft oder nicht. Wenn er nicht trifft, hat sie halt wirklich nichts dort. Jetzt auf den Slark, Stun, eine Sekunde. Aber Alex reicht tatsächlich noch. Hätte ich nicht erwartet, dass er da komplett down geht. Falsch Recap. Haben 700 Damage getan, von daher war das tatsächlich volle Leben. Okay, noch kriegen sie ihn anscheinend down. Aber wenn dann die Drums kommt, wenn dann das Leben kommt, wird es dann umso schwieriger. Mitte Lineup ist noch ein bisschen favorable für den Silencer. Der sich da doch relativ gut hält und noch gegen die Krobolos durchaus pushen kann. Beziehungsweise die den Vorteil rauspushen kann. Das meine ich. Und tatsächlich muss jetzt Slug ein bisschen weiter aufpassen. Bisher hat er eigentlich Spaß haben können. 15 Last Hits, kann er ganz gut farmen gehen gegen den Chaos Knight. Allerdings muss er halt jetzt auch mal aufpassen, wenn Mana da ist. Omni Knight kommt dafür rein, um ihn halt ein bisschen sicher zu halten. Denn der OD braucht ja noch 6-7 Level, um gut zu werden. Und jetzt. Ah, Degen. Aura ist nicht weit genug und Leap ist zu langer Cooldown. Sie fast den Chaos Knight jetzt mit dem Omni Knight umgebracht, aber ja, ging nicht. Omni Knight muss auf Repel noch gar nicht skillen, weil zugegeben wofür, wenn Arrow trifft, dann ist Repel zu spät. OD macht noch keinen Damage und hat noch gar nicht sein Illusionary Orb, oder ist es Puck? Ne, Illusionary Orb ist es ja gar nicht. Arcane Orb geskillt, dauert auch noch ein bisschen. Ja. Dementsprechend braucht man das eigentlich noch nicht skillen. Und wenn er bei Slark ist, dann hat er sowieso einen Dark Pact.
Tja, in vor allem würde ich sagen, läuft die Lane Stage relativ gut für Aquila Mortis. Was ich so meine, dass es das Einzige sein kann, was für die Laning Phase hilft. Weil wenn sie nicht alle fett sind, dann haben sie halt keine Synergy, um Pickoffs zu holen oder sowas. Sie müssen halt wirklich einfach alle dick sein. Pinks kommen raus. Vielleicht doch nicht hierhin. Mal schauen, ob sie das diven wollen. Würde ich allerdings nicht empfehlen. Gegen Omni halt zu diven ist immer so eine Sache. Auch mit vollem Leben. Repel ist jetzt geskillt. Könnte nicht so gut werden. Ah ja, Mirana ist wieder in der Mitte, versucht weitere Arrows zu treffen. Allerdings, Silence ist jetzt nicht gerade optimal dafür. Findet auch sogar hier eine Invis-Rune. Ja, Mirana rotiert wieder hoch oder wieder runter. Es läuft alles nicht so wirklich die Rotations, wie sie hätten gerne haben wollen. Tun könnten, Konjunktivgedöns. Mirana ist jetzt hier drin. Arrow daneben. Alles nicht so dolle. Und die Grafen, die doch von XP und Net Worth in Favor of Sifus sind, kriegen das tatsächlich mehr aus den Lanes raus. Obwohl das gerade so aussieht, als ob von Sifus ja, die Strategie so ein bisschen auseinandergeflogen ist. Sie haben keine Aggressive Dryland bekommen, sie haben keinen Mitte-OD bekommen, sie haben keine Rotations bekommen. Aber trotzdem nehmen sie mehr aus der Map raus mit den Dual Lanes. Besonders nichts Erfahrung. Und das könnte vielleicht reichen, um hier dann noch im Spiel drin zu bleiben und die Leute down zu halten. Besonders wenn da sowas passiert, wenn Death Prophet ihr Exorcism benutzt und es bringt halt gar nichts. Und jetzt ist tatsächlich die Death Prophet tot. Easy Kill für den Silencer. Das ja, war halt die Invis-Rune. War zu greedy, vielleicht hat sie die aber auch nicht gesehen. Sollte aber, ja, hat die Invis-Rune übersehen und dafür mit ihrem Leben bezahlt. Ja, auch mit dem OD. Ich glaube, Sifus Game müsste so langsam anfangen zu pushen. Oh, schöner Scheckel, aber ist tatsächlich out of vision. Glaube ich. Also ich weiß nicht, ob sie sonst wirklich einen Follow-up gemacht hätten. Aber ja, sonst hätte er durchaus einen Reality Rift kommen können und es war wohl out of vision. Obwohl die Shackles noch drauf waren, so, ich kann ihn nicht sehen, wo die Shackles gerade ausgehen. Jetzt die nächsten Shackles. Aber ja. Repel und Butts. Und Turnaround. Und ja, Omni Knight kriegt jetzt den Heal rauf und der Chaos Knight könnte damit auffallen. Lieb, kein Mana. 75, das dauert auch noch ein bisschen. Wenn die Degen Aura drauf bleibt, was sie nicht tut, aber ja, mit dem Repel kann er auch einfach noch weiter diven. Ups. Ja, das Juking hätte funktioniert, aber Darkback war da ein Ticken zu schnell gedreht. Das Turnspeed doch größer. Und genau das ist halt der Punkt, wo Aquila Mortis richtig fett werden können, nämlich wenn sie auf dem Slug erstmal die Kills hochbekommen und 3-2, besonders wenn man bedenkt, dass es 0-2 war, ist doch durchaus der erste Schritt in die richtige Richtung. Oh Gott, Death Prophet stirbt ja fast dabei. Illusion Rune passiert erstmal nichts, oh, die farmt halt auch relativ gut. Ja, beide Seiten farmen tatsächlich durchaus gleich. Und deshalb sind die Grafen auch so gleich. Außer, dass Aquila Mortis jetzt langsam mit dem Slug mehr Kills bekommt. Und auch mit dem Slug erstmal mehr machen kann. Zumindest solange Sifus Gaming hier nicht Five-Man macht. Und das, ja, das ist Five-Man-Lineup vielleicht auch ein Problem. Slug wird in der Mitte sein. Kann im. In seinem Shadow Dance, glaube ich, auch noch geheilt werden, was eine relativ coole Combo ist. Invis halt immer dranbleiben. Und dann haben sie halt auch ziemlich viel AOE-Damage. Silencer haut rein, Necro haut rein. Hat jetzt das Mech auch schon fertig. Von daher, glaube ich, sind beide Seiten langsam bereit, hier strategisch Five-Man zu machen. Und jetzt müssen sie es irgendwo zu pushen.
Die Death Prophet hat es halt einmal versucht, aber hat mehr schlecht als recht funktioniert. Ja, Sekiro kommt hoch. Vielleicht ist es der erste Schritt zu irgendwas Kampfrigem. 13 Minuten, die Landingphase ist noch nicht vorbei, 3 zu 4. Noch ist eigentlich nichts, noch sehr wenig für beide Limes passiert. Weil ein Omni-Knight kann durchaus am Anfang was machen. Jetzt stehen die Wards. Und sie committen. Tower wird low. Glyph ist natürlich noch da. Ja, Icepath daneben. Mal schauen, ob da Aquila Mortis was gegenhalten kann. Glaube ich nicht. Glyph, vergessen sie nicht. Und Arrow hitte tatsächlich. Das könnte... Ja, mit 3 Sekunden Stun sollten sie das... Sollten sie das haben? Ja, er kriegt tatsächlich noch eine Leash raus. Das ist Schicksals Chaos Knight besiegelt, bitte. Jakiro sollte hier nicht zu weit vorne gehen. Hat zwar keinen Mana hier, aber die Wards machen viel Damage. Gucken mal hier, ob er schon weg ist. Jop, ist schon weg. Und, und Block? Ne, schade. Beide hätten sie die Creeps eingeblockt. Ich meine, sie haben genug Damage mit dem Purification, um da wieder rauszukommen, aber so... Bisschen Fails of the Week ist ja nicht zu viel verlangt, oder? Naja, 1-2-1 der Trade. Aber sie haben den Tau bekommen. Das müssen sie auf jeden Fall weitermachen, denn dafür ist der Shadow Shaman ja auch da, ne? Nächster Versuch, neues Glück für die Death Prophet. Und diesmal... könnte es doch reichen. Ich bin Tower, aber Stark ist da. Guck. Oh. Schöner Dark Pact. Allerdings, oh, durch den Arrow gesprungen. Und Silence ist da und kriegt noch gerade so sein Shadow Dance raus. Mirana sollte das hier ja, mit dem Leben bezahlen. Hätte noch ein Leap gehabt, aber wäre wahrscheinlich sowieso nicht weggekommen. Argas ist noch nicht ganz fertig. Null Talismans der Staff of Wizardry, das wird wohl hoffentlich trotzdem ein Argas sein. Was kommt da geflogen? Da kommt ein Force Staff für den Silencer, na gut. Force Staff vor Argas. Ja, weiß ich nicht, ob das perfekt ist. Aber jetzt wird er erstmal hier reengaged. Romulus hat ein Problem. Wird gerade so von der Reaper-Side umgebracht. Defensive Astral, was wahrscheinlich nicht mehr so viel bringen wird, ja. 2 zu 0 hier der Trade. Und Watsons nichts gesetzt. Das war sehr, sehr gut für Aquila. Und ja, sie haben halt fette Helden. Und das ist halt das, woran sie jetzt auf einmal vorne sind. Sie haben Helden, die individuell fett sind und durchaus ein bisschen Heal und sowas haben. Von daher reicht es tatsächlich aus, um hier erstmal durch Cyphos Gaming durchzuschneiden. Denn Cyphos Gaming sind gerade nicht so irgendwie... Weiß nicht, ob es die Konzentration oder sowas liegt. Aber sie reagieren nicht so super dagegen. Pfeifen Push kommt jetzt hier unten von Aquila tatsächlich als erstes. Und könnten hier den Tower bekommen. Allerdings kommen jetzt hier TPs nach unten, aber ein TP ist nach oben. Und Ultis an von Mirana. Slug sieht jetzt hier, mein Shadow Dance ist ausgelaufen, aber zu spät. Hätte er sehen können. Oh, und Omni ist da. Und könnte das Schicksal. Blinder Lieb. Einfach weil, naja, daher kommt nun mal das. Okay, der Eisbach ist. Sie da Delay, weil sie aus Schweden kommen? Kann sein. Auf jeden Fall, das sehr witzig, so ein bisschen. Raus die Pete und dann Ice Path. Ja, Omnia hat jetzt auch seinen Soul Ring. Wird jetzt also den Heal spammen können. Das sieht nicht so gut aus für Aquila. Sie brauchen Zeit. Haben das Late Game natürlich in der Hand. Mit den Helden. Und sie brauchen Zeit.
was ihnen Zeit verschafft, sind zum einen die Wards, zum einen das Exorcism. Aber bisher haben sie noch keinen wirklichen, ja, Fight rausbekommen. So richtig. Das muss demnächst passieren, denn den Farm dafür haben sie auch eigentlich. Sie haben drei gute Farmer, aber stellen sich halt ein bisschen komisch beim Kämpfen an. Und da funktioniert auch gerade nicht so viel vom Farmen auch. Ja, und jetzt wird Chaos Knight wahrscheinlich hier gefunden. Ja, zack, reingesprungen und... Oh, beinahe die Knight, beinahe tatsächlich gedodged. Oh, schönes Amulet-Togging, aber Shadow Dance ist da. Und es reicht nicht ganz. Chaos Knight geht down. Das hat durchaus... Ja, einiges in Gold gegeben. 500, ja, 368 Gold dafür den Slark und 1000 XP für Aquila. Und mit Aquila meine ich natürlich Aquilis. Mir ist schon ständig gedacht, so okay, irgendwie hört sich das komisch an. Wie, glaube ich, mache ich da einen Fehler? Und ja, Aquilis Mortem. Okay, um das hier mal kurz auszudrücken, machen es sehr gut, Cyphus, dass sie jetzt mindestens Split pushen mit dem, was sie können. Wards in die Mitte stellen und dann Exorcism unten auspacken. Hat jetzt hier nicht so ganz funktioniert, haben ein bisschen Damage bekommen auf den Tower. Beziehungsweise, ups, ja, haben den Tier 1 Tower unten bekommen, was natürlich schon einiges ist. Und noch den Damage dann auf den Tier 2. Nicht zu vernachlässigen. Aber sie müssen Aquilis Mortem doch durchaus beschäftigt halten. Wenn sie das Ding noch rausziehen wollen, wenn sie irgendwie Objective-Based Gaming machen wollen. Sowas wie, wir stellen die Wards nach oben hin in den Tower und smoken dann den Rushan oder sowas. Und machen den mit einem schnellen Exorcism. Das sind halt viele Möglichkeiten, die Cyphus Gaming hat. Und weshalb ich das Lineup eigentlich wesentlich stärker einschätze. Das Problem ist, dass sie halt gerade nicht wirklich hinbekommen, die Stärken des Lineups auszuspielen. Was zum einen Push ist, zum einen großer Teamfight, und zwar initiiert von ihnen, weil das Silencer-OT kann halt sehr schnell die Leute zerstören. Aber halt prinzipiell, wenn Phantasm raus ist und Exorcism an, dann kann der Silence nicht mehr so viel bringen. Besonders wenn sie irgendwie einen Pickoff auf den Silencer bekommen würden, wäre das durchaus nicht schlecht. Aber ich glaube, das Smoking wurde gesehen. Dementsprechend jedoch sehr, sehr defensiv. Aquilis Mortem. Zu Recht natürlich. Aber finden keinen. Finden keinen, fahren weiter. Slark hat Blinkdagger fertig. Seit einiger Zeit. Und wird vielleicht danach auf einen, weiß ich nicht, auf einen Scully bauen oder sowas. Oder Basher First. Bin mir nicht so sicher, wie die Builds auf dem Slark sind. Eigentlich haben wir da Potenzial, aber Cyphus Gaming macht hier es richtig und pusht einfach voll rein. Denn jetzt muss Aquilis Mortem verteidigen und da rein können sie ja nicht mehr. Können sie einfach nicht committen. Und wenn sie das an jedem Tower machen, haben sie auf jeden Fall soweit den Vorteil, den Goldvorteil, dass sie das halt machen können. Das Problem ist halt jetzt, dass sie jetzt hier nicht bleiben dürfen, nachdem das Exorcism ausgelaufen ist. Weil wenn dann Aquilis Mortem da reinspringt, wird das böse enden. Und ich glaube, so wie es aussieht, auch mit dem Ward hier, warten sie halt darauf, dass ein paar Leute zurückbleiben. Haben wir die Mirana gesehen, die in den Woods ist. Ich weiß nicht, wohin der Ping kommt. Könnte kommen. Und es wird schwierig, die Mirana rauszubekommen. Und ich, ja, der Eispath dürfte Vision gegeben haben. Wissen, dass sie da drin ist. Nee, wissen sie nicht. Na gut. Sonst wäre halt Slark einfach reingegangen, das stimmt. Icepath gab keine Vision dementsprechend. Nix gesehen. Und rausgelebt. Ping, 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 ping. Könnten eventuell auf den Silencer treffen, wenn sie da mit einem Silence anfangen. Oh, haben sie gefunden. Silence ist da, der Frage ist aber jetzt, ist der Damage zu wenig und da. Da ist Aquilis Mortem. Vertreibt die Leute wieder. War halt bitter, dass sie da mit dem Ward Mirana wurde einfach hier gesehen.
weil der Wort hier oben steht. Und die Frage ist, Slark, will er da reinblinken? Ja, will er. Ja, bringt leider nicht so viel hierfür. Einiges an Damage vom Starfall, aber reicht halt auch nicht. Irgendwas machen. Basher First Item für den Slark. Das wird dann sehr, sehr stark. Und jetzt liegt sein Aquilis Mortem zu fünft, die Bottom Lane zu pressuren. Cyphus macht es aber wieder gut. Phantasmus ist gebufft für Mitte. Der Tower wird fallen, wenn sie nicht rotieren. Und selbst wenn sie rotieren. Also, den Tower haben sie schon mal. Kein Phantasm für den Fight, aber Exorcism ist wieder da und die Wards sind wieder da. Von daher lange genug rausgezögert, dass Cyphus Gaming hier wieder die Ultis ready hat und da wieder rein kann. Und da muss jetzt Aquilis Mortem auf jeden Fall vorsichtig sein. Beziehungsweise, ja, so langsam mal das Agas auf dem Silencer fertig bekommen. Okay, das war ein langes TP. Mitten vorm Tower. Und ich weiß nicht, ob sie hier rechtzeitig sind. Oils wäre ready. Aber Death Prophet dreht tatsächlich um. Sind hier zu fünf? Weiß ich nicht. Wäre eventuell tatsächlich ein verschenkter Kill auf den Silencer gewesen. Hätten sie weiter vorgehen müssen. Aber beide Teams jetzt sind zu viert oder zu fünft immer rum. Slark ist halt auch einer der besseren Helden, die Split pusht, denn ja, ist doch durchaus sehr, sehr schnell unterwegs. Also wenn er gebraucht wird, kann er dann schnell reinkommen. Ich glaube, Silencer macht seinen Global Silence an und in der Zeit ist der Slark schon fast da. Besonders je nachdem, wo sie fallen. Ah, das ist knapp, das ist knapp, wenn hier der Smoke bricht. Aber sie gehen zu weit nach oben. Sorry, ich habe im Hintergrund gerade zuschreiben. Hatte. Und Moonlight Shadow an und mal schauen, ob Cyphus hier was findet. Treffen die auf den Silencer, wollen aber nicht so wirklich rein. Kann ich verstehen. Aber weiß ich nicht. Und sehr vorsichtig hier. Wie gesagt, kann ich verstehen, aber wir müssen halt irgendwas reißen eigentlich. Es müssen da jetzt rein. Agar ist auch schon auf Necro fertig. Die Side macht einigen Damage. Prolong Cooldown. 0,9 Damage. Also in ein paar Level tatsächlich ist es dann soweit. Und halbe HP ist Kill. Weniger als halbe HP. Was halt besonders auf so einem Chaos Knight doch sehr stark ist. Wenn er den Maschinen trifft und keine Illu. Was immer ein Problem ist und passieren kann. Ja, und Cyphus geht wieder auf die nächste Lane. Macht das Ganze nochmal. Er hat einfach High Ground Pressure, egal ob man hin kann oder nicht, aber TPs forcen. Und tatsächlich alle von Aquilis Mortar müssen zurück und einfach mal, ja, Illos High Ground schicken, die Wards High Ground stellen und den Tower machen. Ich glaube, Silence ist raus, wir finden hier tatsächlich einen Shadow Charm. Und jetzt geht's ans Chasen. Tower ist gefallen. Exorcism ist raus. Ja. Und das war das Exorcism. In die Luft gejagt. Und Cyphus läuft, soweit sie können. Ja, schön. Hab mir gerade gedacht, so, okay, jetzt muss ich diesen Shakiro. Oh, gerade so an the Edge. Aber Force Death und weg. Da hätte der Slark nicht nach dem Mirana gucken müssen. Sondern weiter vorne sein. Aber immerhin. Haben zwei, ja, zwei Kills getradet für einen Tier 3 Tower. Ja,
bis auf die Grobelos, was es eigentlich wert ist. Also, auf die Grobelos wäre es wert gewesen. Fürs Exorcism leider nicht. Es war halt sehr, sehr bitter, dass sie das da gepoppt hat. War es wohl ein Miscommunication, ob man da hätte committen können. Hm, okay. Falsches Astral Target. Aber ja, Slark ist halt immer da. Immer da, immer nah und kann halt viele von den Helden halt einfach solo auch rausnehmen. Sowohl Mirana als auch Shadow Shaman sind da gefundenes Fressen. Mithril Hammer. Tja, was ist es? Deso, BKB? Ja, BKB wohl nicht. Aber. Jo. Deso. Wäre wahrscheinlich die Möglichkeit da. Ja, Maelstrom. Es ist keine schlechte Wahl. Könnte es auch sein. Ist doch irgendwie wahrscheinlicher als ein Deso. Weil Minus Armor werden für den Lineup durchaus gut. Oh Gott. Argan ist fertig. Old Scepter fertig. Jetzt kommen, sind die Items da. Und der nächste Fight wird wesentlich übler für Siphus, als es Generation ist. Es steht 14 zu 4. Die Grafen habe ich noch nicht angeguckt. Aber sagen in Networth nichts aus. Außer, dass, ja, Aquilis Mortem vorne, also, ja, vorne im Networth ist. Bedenkt, dass sie irgendwie 2, 4, 5 Tower hinten ist. Hinten sind. Das ist einiges. Und das spricht rein von den Helden her für knapp 10 bis 15k Gold-Vorteil für Aquilis Mortem da auf den Helden. Silencer wird jetzt gefunden, das ist tatsächlich bitter. Müsste. Oh. Hat das Mecha noch rausbekommen, aber schönes Silence. Und Schlimmeres verhindert. Und direkt Silencer wieder raus. Und zwei Easy Kills für Siphus, die durchaus viel Gold gebracht haben. Du Scheiße, 2000 Gold. Networth Change. 4000 XP. Das ist einiges. Und dann kriegen sie jetzt hier den letzten T2 Tower. Und können eventuell mit den Illusion Highground gehen. Ne, 10 Sekunden reicht noch. Aber Access ist uns da. Da rechne ich jetzt fest damit, dass sie Highground gehen. Und Buybacks forcen. Buybacks sind nicht vorhanden. Das war auf jeden Fall zwei sehr, sehr, sehr gute Pickoffs. Und direkt in die Mitte und auf die Rex. Schöne Entscheidung hier. Und da müssen Aquilis Mortem irgendwie irgendwas machen. Watson gestellt. Exorcism muss gar nicht gepoppt werden. Oh, und Slark. Übel, dass er da reingegangen ist. Ohne Backup. Schöner Forster von Omni-Knight. Schön haben wir es genommen. Ist jetzt auch das Ulti draußen. Allerdings, Exorcism macht den Damage. Global Silence ist jetzt draußen. Der Death Push. Das ist jetzt das Problem. Denn jetzt hauen sie fett zu. Necro kriegt den Chaos Knight down. Jetzt müssten sie vielleicht gucken, dass sie vielleicht nicht so weit vorne sind. Aber sie haben die Rex verloren. Die Serpent Wards sollten vielleicht mal umtreten. Ja, werden wie wild angepinkt. Laufen das tatsächlich gleich aus ohne die Range Rex und mit Backup Protection kriegen sie jetzt sowieso nichts. Chance vertan. Die Range Rex hätten sie bekommen können, aber es ist nicht so wichtig. Midi Rex sind down zum Trade für den Chaos Knight. Und Buybacks wurden aber, soweit ich es sehe, hier nicht benutzt. Das Doppelbiss-Streak von Slark ist auch gebrochen. Der Fight lief tatsächlich sehr, sehr gut für Siphus, was man sowohl im Networth als auch in XP sieht. Und natürlich mit der toten Rex sehr, sehr eindeutig ist. Das ist halt so das Problem. Siphus Gaming hat so viel Push, dass wenn sie Pickoffs bekommen, dann richtig Pickoffs bekommen. Mit dem Slark nur down hätten sie es vielleicht noch schaffen können. Aber, ja, jetzt hier Silencer und Necro, die gecatcht wurden. Zu fünft. Und das hätte nicht passieren dürfen. Haben ein paar Stacks hier, die sie farmen können. Da sind sie immerhin weit, weit vorne. Nimmis Rune für Jakiro. Nimmt der gerne. Auch wenn er nicht der Beste ist, aber mit einem Old-Scepter könnte man da sehr gut initiaten. Was er aber nicht tun sollte, ist mit der Mission irgendwie wegzulaufen. Ich glaube eher, dass sie halt alles nutzen müssten, was sie brauchen, wenn jetzt hier smoken. Weil mit der Invis-Rune ist es durchaus sehr gut. Allerdings ist die Invis-Rune schon leer. Schade. Aber gut, werden jetzt hier
den OD finden? Tatsächlich nicht finden. OD läuft ihn genau außerhalb der Range entlang. Und jetzt finden sie alle. Old Scepter ist raus. OD wird von hinten gefunden. Wird wahrscheinlich down sein, einfach weil... Ja. Alleine getroffen. Zu hinten. Shadow Charm geht tatsächlich von Slark raus. Slark kommt halt einfach solo wieder raus. Spitter geht tatsächlich hier auf den BKB. Ist aber auch gar keine so schlechte Idee. Oh, ein Silencer mit dem Arrow in den Wards drin. Das ist bitter, das ist bitter. Kann, hätte den Force Dive und seinen Magic Stick noch benutzen können. Slark ist, hat ein Problem, geht hier auch noch down. Das ist bitter, die Wards stehen richtig gut. Jakiro, oh, 30 Leben. Ich bin noch gerade so. Omni-Knight geht down. Das ist bitte und ein Push doch tatsächlich rein. 51 Sekunden für Slark. Knapp 50 Sekunden und... Nein, you had one job. Oh, und er geht tatsächlich down. Wäre mit der Death Prophet sowieso down gegangen, die von oben kam und das gesandwicht hätte. Ah, das ist bitter. Arrow, schön geschossen. Und super gefunden. Hat auch hier sehr wenig Platz gehabt, um auszuweichen. Das sieht sehr, sehr schlecht aus für Aquilis Mortem. Und was mich... Also, ich finde es tatsächlich schade. Weil Aquilis Mortem hatten den crazieren Draft. Und hatten ein bisschen was anderes gepickt. Klar, Chaos Knight und OD ist auch schon schön zu sehen, was anderes. Aber hier Omni Knight und Necro oder sowas war tatsächlich so ein bisschen... Ja, sie hatten das schwächere Lineup, muss man sagen. Hatten ein wesentlich besseres Early Game, hatten es richtig gut hinbekommen. Aber jetzt, ja, muss man sozusagen der Cheese gewinnt. Gerade gerade noch so beinahe im Fountain Down. Und der nächste, der wegtippiert. Kommen halt auch alle raus. Chaos Knight ist sehr, sehr low von dem Ulti gekommen. Aber musste mir nicht sein BKB benutzen. Gucken jetzt, dass sie Roshan bekommen. Und vielleicht da ein bisschen ein paar Tower bekommen. Denn ja, müssen sie auf jeden Fall machen. Sind sehr, sehr weit hinten mit dem Fight jetzt hier. XP und Gold sind wesentlich vorne für Cyphos Gaming. Für Aquilis Mortem. Für Cyphos Gaming, goddammit. Ja. Und das Game hat doch sehr, sehr, sehr stark ausgeschlagen. Wir sind ja jetzt 35 Minuten so langsam in dem Late Game, wo halt tatsächlich Aquilis Mortem abfällt. Das Problem war halt, ja, sie waren sehr, sehr weit vorne, aber sie hatten auch doch gar keine Tower. Und das war so das große Problem. Sie konnten halt nichts mit dem Vorteil, den sie hatten, machen. Wir haben halt versucht, ein paar Mal einen Death Push zu machen, so wirklich Five Heroes zusammen und Action. Aber irgendwie kamen sie zu nichts. Das würde ich so als Fazit dazu nennen. Kann natürlich noch ein bisschen was passieren, aber ich habe so das Gefühl, Slug hat tatsächlich jetzt hat nicht gesehen und dafür stirbt halt Nico. 3 Sekunden Stun und easy kill. Slug läuft tatsächlich in alle rein. Sollte hier vielleicht jetzt ausgehen. Braucht sogar seinen 10 Sekunden BKB, was nicht nötig wäre, aber sicher ist sicher. Und ja. Sollte hier okay sein. Oh nein, wir haben sie da jetzt noch gefunden. Omni Knight. Bitter, Repel schützt ihn vor dem Schlimmsten. Allerdings Surround auf den Silencer mit dem Reality Rift. Stun auf Jakiro, aber sie sagen sich, ob der KFS Gaming. Wir gehen hier zusammen rein. Silence ist raus, Ice Path trifft gut, aber auch nur auf Illus. Death Prophet ist mitten von allem drin, allerdings hat sie einen Bloodstone. Er hat noch 15 Stick Charges, die sie noch nutzen kann. Nutzt sie jetzt, ja. Geht doch noch im Endeffekt down, aber Double Kill und Suicide von der Krobelus. OD. Oh nein. Das ist bitter. Kriegen den Tower hier, aber tatsächlich nicht mehr. Naja, so ein bisschen Turnaround hier. Von Aquilis Mortem. Aber es pusht und pusht und pusht. Keine Outer Tower mehr. Und demnächst können sie halt einfach die Wards stellen und warten, dass sie reinkommen. Was durchaus vorteilhaft ist, als Team zu machen. Einfach turteln und zu sagen, okay,
Wir haben die Oberhand, wir können das Ding jetzt langsam runterspielen. Sie ist hier ein bisschen runter, aber auch Networth geht weiter auf Siphos, die halt dann noch den Tower bekommen haben. Auch noch Agas fertig für Shadow Shaman als First Item. Auch gut. Aber Initiation haben sie halt hier, dementsprechend braucht er keinen Blink Dagger. Beziehungsweise Initiation brauchen sie ja halt doch einfach nicht. Und Refresher ist das nächste Ziel für Shadow Shaman. Wahrscheinlich auch, naja, für Death Proof nicht unbedingt. Noch geht's. Wahrscheinlich ein Hard ist jetzt erstmal wichtig. Wichtiger. Einfach um alles zu tanken. Aber Aquilis und Mortem haben nicht so wirklich die Spells hier, um, ja, wo man sagen würde, okay, ich brauche unbedingt Tank, damit ihr alle Spells auf mich benutzt und danach habt ihr keine mehr. Sondern es sind durchaus Spells, die sehr low und cool dann haben. Vielleicht ist dann hier tatsächlich ein BKB besser sogar. Um die Kontrolle aufzugeben, um halt, um sich zu bewegen zu können. Für die Death Prophet ist es sehr wichtig. Na gut, aber erstmal defensiv. Eventuell wird sogar auf Roshan gewartet, der doch noch einiges braucht, um zu spawnen. Aber erstmal noch keiner hier, der auf dem On the Hunt ist und nach Kills sucht. Und der weiß, Lark wird fetter. Wird jetzt wahrscheinlich mit dem Ultimate Orb vielleicht auf den Skadi jetzt gehen. Aber ist auch noch relativ weit davon entfernt. Von daher weiß ich nicht, ob er das hier fertig bekommen wird. Wir müssen jetzt deffen. Cyphers Gaming kann die Karte nutzen. Können darauf warten, dass alle Ultis ab sind. Können halt eventuell sogar auf den Refresher hier warten. Vom Shadow Shaman. Und ja, wenn man am Stack halt sieht, sie nutzen die Karte sehr, sehr gut. Aber ja, auch hier wird gestackt, allerdings unerfolgreich. Da ist die Box wohl tatsächlich noch bis hierhin gerade so. Knapp. Aber es reicht. Und die Linie kommt raus. Zup. Einfach durch die Mitte. Und dann nach links wieder nach rechts abbranchen. Um da noch weitere Racks zu bekommen. Denn absolut, Aquilis Mortem haben keine Chance gegen Mega-Creeps. Haben keinen Ember oder haben keinen Morphling oder so, der so wirklich damit klarkommt. Von daher Objective-Based. Smoken jetzt hier, nicht jeden, aber mehr ein paar. Side of Ice auch fast fertig. Hätten sie vielleicht noch auf den Hex warten müssen oder können. Aber Invis-Rune vorne draußen, um zu sehen, wann der Smoke gebrochen wird. Und da wird er gesprochen. Alle hier. Und das könnte ein großer Clash werden. Arrow hätte tatsächlich einen Omni. Da könnten sie jetzt reingehen für. Schöner Silence. BKB direkt geforst. Und ja, schönes Omni-Ulti, was erstmal das Schlimmste verhindert. Jetzt Global Silence auf jeden. Oh, die wird ein Problem haben. Aber schöner Force der 4. Und bessere Position noch, ist keiner tot. Oh, schöner Hammer. Jetzt ist es auf einmal 2 zu 2. Exorcism ist immer noch da, allerdings relativ low jetzt hier. Auch der Death Prophet geht down. Und suddenly Triple Kill für den Necro. Und Team Wipe. Buyback vom Slark. Gute Entscheidung, jetzt können sie halt irgendwas machen. Eventuell nach unten TP'en. Und der Fight lief nicht so gut. Vielleicht sollten sie vielleicht auch nicht fighten, sondern halt Objective-Based quasi für ein Team Wipe einfach die Rex einreißen. Einfach komme was Molle einfach drauf. Und Refresher für Necro. Okay, wir bringen einen down, zack. Wir bringen den zweiten down, zack. Ja, klingt nach einem guten Plan. Aber ja. Necro mit Refresher dann auch. Mecha refreshen. Sollte man auch nicht verhindern. Death Pulse, ja. Vernachlässigbar. Besonders weil er auch wahrscheinlich nach dem Mecha noch kaum mehr Mana dafür hat für mehr. Cyphers Gaming sind alle wieder da. Ja. Direkt. Get back. Oh, ja. Ihr seht hier Y für Scrollwheel. Get back für Aquilis Mortem. Roshan ist bald
zu einer definierten Zeit wieder da. Mal schauen, was da demnächst so stehen wird. Und ich glaube ja, Cyphers Gaming sollte aufhören zu fighten. Oder sollte versuchen, Pickoffs zu bekommen. Das Problem war, das hatten sie eben versucht und dann haben sie leider 5 gefunden. Chaos Knight, BKB, 4 Sekunden Stun auf den, Omni Knight, den kriegen sie auch down. Und wer ist da gefangen? Jakiro. Nicht so dolle. Ich glaube, Sinus ist draußen. Mirana stirbt. 2:1 bisher und jetzt ist Slug drin. Kann sich noch gerade so eine Defensive Astral Imprisonment retten. Ulti Phantasm ist jetzt online, allerdings kein Mana. Silencer macht da guten Job. Holz auf die Death Prophet. Der Damage haut rein. Und jetzt muss Slug aufpassen. Jetzt müssen sie tatsächlich zurück. Allerdings kaum mehr Mana. Und, gerade so. Haben sich beide gegenseitig umgebracht. Das Problem ist, dass Slug jetzt, glaube ich, die restlichen Leute alle umbringen kann. Jetzt, wo ich sage, stirbt Slug einfach. Ups. Triple Fill für den OD. Und klar, jetzt müssen sie beim Max kommen. Und tatsächlich müsst ihr auch so tatsächlich B gehen. Hex hat sich ausgezahlt. Slug gegen einen Hex. Wie weit ist das BKB runter? Ja, 7 Sekunden. Nicht so gut. In den 7 Sekunden müssen wir den Slug kiten. Danach ist er relativ gut, denn der Damage ist doch mehr von Cyphers Gaming. Die Frage ist halt, ob sie den Slug und Omni Knight, ob sie halt irgendjemanden fokussen können. Ansonsten wird er doch einfach geheilt. Necro darf nicht als erstes sterben, Omni darf nicht als erstes sterben, Silencer nicht. Prinzipiell, ja, sie müssen Jakiro vorne hinstellen. Und dann können sie versuchen, ihn am Leben zu halten, indem sie mit dem Necro und mit dem Omni alles reinwerfen. Aber es ist ein Stellungskampf. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass ich ein bisschen zu früh gesagt habe, dass das Spiel vorbei ist. Es wird jetzt doch relativ even, es zieht sich ein bisschen zu raus. Cyphers Gaming haben Top Net Worth, aber Aquilis Mortium kann gegenhalten. XP ist komplett gleich. Und Team Net Worth ist in favor of immer noch Cyphers Gaming. Aber jetzt sind es halt nur noch die Tower, die sie unterscheidet. Gucken jetzt hier, dass sie Roshan bekommen. Sollten sie auch relativ einfach bekommen. Mal gucken, ob sie Wards dafür benutzen. Nee, haben nichts dafür. Auch interessant, dass Shadow Shaman hier rausgeht und sich damit zeigt. Aber ja, dieser Ward sieht das, glaube ich, sowieso. Ja. Allerdings, nein. Stimmt, im Rosh Pit haben sie tatsächlich dadurch keine Vision. Stimmt, es ist halt immer noch ohne Vision. Und sie haben einen Rosh gesneakt. Für diesen Mod sind zwar jetzt da, allerdings ein bisschen zu spät. Ganz kleines bisschen. Arrow fliegt, hittet nichts. Und sie entscheiden sich jetzt hier, okay, Deathball Push. Ab dafür. CK hat er Aegis. Wir versuchen jetzt einfach wirklich die Rex zu holen. Und dann die anderen Rex zu holen. Das ist halt. Wird wohl wahrscheinlich gerade der Plan sein. Auch interessant, dass hier halt das komplette Lineup irgendwie nur aus Oils besteht. Haben hier 1 Oils, 2 Oils, 3 Oils. Okay, 3 Oils. Aber immerhin. Mirana Oils ist selten gesehen. Jakiro Oils ist wahrscheinlicher. Oder öfters der Fall. Ja, Ultis sind fast alle ab. Mirana Ultis ist fast online. Und jetzt Shadow braucht 30 Sekunden. Aber auch von Aquilis Mortis sind alle online. Glyph ist vorhanden. Buyback Status. Keine Buybacks von Aquilis Mortem. Ah, das könnte interessant werden. Erster Ulti ist raus. Ich glaube, Silence ist geused. No, okay, noch gar kein Mecker. Okay. Kriegen jetzt hier den Shadow Shaman. Tatsächlich down. BKB an. Allerdings die Wards stehen und machen noch keinen Damage. Und es ist tatsächlich alles eine Distraction, weil oben CK da ist und die ersten Rex holt. Wahrscheinlich jetzt die zweiten Rex relativ easy down bekommt. Ja. CK hat es geschafft, den zu bekommen und Slug kriege sie down nach dem BKB Hex und gut ist. Und jetzt wird Exorcism benutzt und einfach komplett auf die Rex geworfen. Ja, das hat nichts gebracht. Sanity's Eclipse gegen den Silencer ist nicht so erfolgreich. Aber das sollte ein Mega Creep sein und das sieht sehr stark nach dem Game aus.
Slark ist einfach nicht mehr das, was er vorher mal war. 47 Minuten in. Haben sie nicht mehr so viel. Bats! Die Side macht durchaus Damage. Aber ja, ja. Ein bisschen Damage haben sie noch. Können das hier ein bisschen turnen. Chaos Knight, Stancy, der Objective-Based Gaming macht. Der Rest läuft noch ein bisschen hier zum Tower. Zum Fountain rein. Aber es. Okay. Chaos Knight wahrscheinlich 5 Sekunden für BKB. 4, 3. Mal gucken, ob es noch benutzt. Nope. Geht down. Buyback nicht vorhanden. Bei Reaper's Side. Genau, kann halt Buyback und 100 Sekunden Cooldown. Okay. Refresher nochmal auf Silencer. Ein T3 Tower steht noch. Die Items sind jetzt da, aber ja, ich glaube nicht, dass es noch was bringt. Sekiro hat auch wohl bald seinen Crimson Guard fertig. Aber. Necro hat Buyback noch auf Cooler, dementsprechend wird jetzt wahrscheinlich das Hard kaufen. Jo, Messerspitze Reaver erstmal kaufen. Jo, und Surface Gaming wartet wahrscheinlich einfach ab, bis sie einfach in die Mitte laufen können, den Tower holen können. Und es dann gewesen sein wird. Andererseits ist auch die einzige Chance, wie sie Surface Gaming das Game noch abgeben können, indem sie in die Mitte reinlaufen und alle sterben. Aber selbst das. Sie haben genug Buybacks vorhanden. Und dementsprechend sollte das hier mehr oder weniger schnell zum Ende führen. Und ja, der Tower kriegt tatsächlich Damage, obwohl sie zu dritt deffen. The Power of Mega Creeps. Nicht so toll. Können mit vereinten Kräften noch was machen. Aber Surface Gaming kann sogar auf die nächste Aegis warten. Bin mir aber nicht so sicher, ob sie das wollen. Arrow hittet mal wieder. Aber gehen sie noch nicht rein. Auf jeden Fall sorgen sie dafür, dass sie es nicht aus der Base rauspushen können. Und die nächsten Creeps sind am Tower und machen einiges an Damage da drauf. Das ist bitter und das ist ein Kampf, den sie, glaube ich, nicht gewinnen können. Nicht mit den Helden. Obwohl sie halt gute Farm haben, aber haben halt hauptsächlich Nukes, die jetzt im Late Game nicht mehr so wirklich vorhanden sind und nur der Slark macht Physical Damage. Und ihr seht hier Necro, was der für ein Damage bekommt, ist nicht feierlich. Und auch Slark hat. Oh, das. Arrow hittet mal wieder. Wenn das in Creeps gewesen wäre, hätten sogar die Creeps ihm umgebracht. Aber ja. Double Damage auf Chaos Knight. Ich glaube, jetzt gehen sie rein. Das könnte das Zeichen gewesen sein, dass sie gewartet haben. Könnte. Aber Standoff so ein bisschen in der Mitte. Na gut, diese Morden müssen da rein sein. Springt rein, macht einfach ein bisschen Damage, wenn die Creeps machen den Rest. Glow Sense ist rein und jetzt können sie halt einfach raus. Ne, Phantasm ist benutzt. Und ja, Easy Tower. CK geht auf den Thron, in der Mitte passiert hier noch irgendwas. Death Prophet stirbt tatsächlich, Mirana ist auch ziemlich schnell down. Jetzt müssen sie gucken, ob sie Illusion Storm bekommen. Und das könnte tatsächlich passen. Ja. 150, aber die Creeps, 13. Ah, und down. Shadow Shaman kriegt tatsächlich einen Triple Kill am Ende nochmal. Und GG. Next week again, ja. Schön gemacht. See you next week. Gut, ja. Good luck in Cup. Nächstes Spiel kommen jetzt wohl wahrscheinlich auch schon das Viertelfinale. Das war das Spiel Aquilis Mortem gegen Sifus Gaming im RO 32 der ESL Think Fast Razor League im ersten Qualifier. Ich bin Sisson Dota und hoffentlich sieht man sich im nächsten Spiel. Bis dann, auf Wiedersehen.